Ja, moin und hallo und herzlich willkommen zu dieser Spieltagsanalyse. Was war denn in Leverkusen da los? Junge, ich bin ja kein Bayern-Fan, aber das hier habe ich ja auch noch nie erlebt. Bayern 0:3 abgekackt gegen Leverkusen. Wow. Also Leverkusen hat da mal ein dickes Ausrufezeichen, aber ein richtig fettes Ausrufezeichen geschickt. Und was war mit dem Bayern-Clan da los? Ich war selbst heute unterwegs, ich habe das nur über Kicker gelesen. Tut mir leid, aber was ich da gelesen habe, das ist ja kein FC Bayern München. Das ist ja Kreisklassenverein und noch tiefer. Da ist ja gar nichts gewesen. Die erste halbe Stunde habe ich noch gesehen. Da hat ja Leverkusen bereits schon 1:0 geführt. Und dann muss ja die Mannschaft komplett abgekackt sein, ne? Also sowas habe ich ja im Leben noch nicht gesehen. Aber gut, hey, Leverkusen ist die Mannschaft der Stunde und zuzutrauen war es denen von Anfang an. Jetzt haben sie das auch noch bestätigt. Ja, jetzt haben wir es natürlich schriftlich und auch auf Papier. Leverkusen ist ein Titelanwärter für diese Saison. Wer die Bayern so niederspielt und Bayern überhaupt keine Ideen, überhaupt nichts, blutleer, ohne Wille, ohne alles gespielt und ohne jegliche Idee da irgendwo hinzukommen. Also das ist Respekt, Kollegen. Also sowas muss auch erstmal hinkriegen. Und ein Spieler wie Kane hat in der ersten Halbzeit, ich glaube, 7 Ballkontakte gehabt oder was. Also auch der hat vorne gar nichts gekriegt. Ja, Respekt, Kollegen, Respekt. Also Chapeau, Leverkusen, das habt ihr richtig gut gemacht heute. Und Bayern muss sich dringend überlegen, ob sie diese Saison überhaupt mit der Meisterschaft noch was haben wollen. So kann das nichts werden. Also wie gesagt, Leverkusen, Respekt, gut, dass ihr das so geil hingekriegt habt. Und den Rest sehen wir dann diese Saison. Jetzt ist Leverkusen auf 5 Punkte weg. Bayern hat das Problem, sie müssen mindestens 2-mal gewinnen, um überhaupt an Leverkusen vorbeizukommen. Ja, Vorteil Leverkusen. Und mal sehen, was die nächsten Wochen passiert. Ich bin gespannt. Ihr bestimmt auch. Und damit vielen Dank fürs Zusehen. Das war die Spieltagsanalyse vom Topspiel. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.